wie jetzt zum Beispiel Ärzte bestraft werden. Das ist jetzt einfach nur noch Hinterhalt, Dogma und gemein. Das geht Frau Faeser einen Scheißdreck an. Was ich so entsetzlich finde an diesen Maßnahmen gegen Hass und Hetze, die etablieren ja Hass und Hetze. Die Deutschen vergessen ihre kulturellen Ursprünge und die Russen lieben sie immer noch. Und die AfD ist nun mal die einzige Partei, die versucht, Deutschsein positiv zu besetzen. Da muss sich keine Innenministerin mit beschäftigen. Das ist einfach, da merkst du, die sind krank. Also da muss ich nochmal sagen, Nazis gibt's heute so nicht. Hier gar keine und schon gar nicht die AfD. Was die sowjetische Besatzungsmacht ausmacht, waren die Verhältnisse auch klar. Aber die hat sich nicht in die innerlichen Verhältnisse der Deutschen Demokratischen Republik in einer Weise eingeklinkt wie die USA. Liebe Freunde des Obertonmagazins, wir sind wieder in Berlin, im Sprechsaal hier in Berlin-Mitte. Man sieht hinter uns die Stühle für eine Veranstaltung, die später stattfindet. Hier finden ja regelmäßig Veranstaltungen statt. Und ich habe einen Gast bei mir, eine Gästin, wie man heute sagen würde. Gabriele Gysi, Sie schon wieder. Ja, schön, dass Sie Tag. Da sind. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Das ist schön. Sie haben die Erfahrung zweier Deutschland. Mhm. Und man hört dieser Tage ganz oft, ich gebe zu, von Wessis, dass das, was hier passiert, so mit dem Überwachungsapparat, Verfassungsschutz, das erinnere fatal an das, was man in dem anderen Deutschland schon erlebt hatte. Würden Sie dem beipflichten oder ist das wässige Quatsche? Also es stimmt und es stimmt nicht, weil das, was jetzt hier passiert, viel grundsätzlicher ist. In der DDR kannten die Menschen den Staat ziemlich gut und wussten sich auch zu erwehren. Und es war... Also wenn du jetzt nicht ganz direkt in den Clinch gegangen bist, konntest du dich auch der nachrichtendienstlichen Observation erwehren, beziehungsweise die hatte nicht die Bedeutung, die es heute hat. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten aus der Straße gehabt, der war Lkw-Fahrer und die hatten zum Beispiel bei sich in ihrer Brigade einen, der auch für die Staatssicherheit immer berichtet hat, was sie so sagen oder nicht sagen. Und dann haben sie, wenn der manchmal sich weggesetzt hat, so, haben sie gesagt, horch, du kannst ruhig kommen, setz dich hier hin. So, das war nicht von dieser ausgeklügelten Raffinesse zur Zerstörung von Menschen. Also zum Beispiel die Trucker in Kanada, denen die Möglichkeit von PayPal zu entziehen, das heißt, dass ihnen keine Spenden geschickt werden dürfen, ist hinterhältig, gemein, zutiefst asozial und schadet wirklich. Deshalb unterscheide ich immer nach handelnden und sammelnden Geheimdiensten. Und sicher gab es auch Menschen, die total in den Clinch gegangen sind mit diesem Staat. Aber diese Art der, wie soll ich sagen, wie jetzt zum Beispiel Ärzte bestraft werden, die Maskenatteste ausgestellt haben, die vielleicht medizinisch heute oder damals nicht begründet erschienen, um ihre Patienten zu retten bzw. ihnen zu helfen. Das ist jetzt einfach nur noch Hinterhalt, Dogma und gemein. Da gibt es für mich keine, das kannst du jetzt formal juristisch begründen, aber es ist in einem Ausmaß zerstörerisch, was in keinem Verhältnis zu dem Tatbestand steht. Und da war die DDR nie so mächtig, weil es ja auch immer diesen zweiten Staat gab, in dem man irgendwie doch kam, wenn man wollte. Sie würden überhaupt nicht die Technologie, die es damals so noch nicht gab, Sie haben ja von PayPal gesprochen, das gab es ja zur DDR-Zeit nicht, Sie würden also die Technologie nicht für... verantwortlich sehen, dass diese Niedertracht entsteht. Anders gesagt, hätte diese Technologie damals schon bestanden, wäre dann unter Umständen die DDR auch niederträchtiger gewesen? Die DDR konnte und wollte nicht so niederträchtig sein. Dieser kleinere Staat hatte immer eine Alternative neben sich. Und das, was jetzt passiert, ist ja so wahnsinnig dramatisch, weil es eigentlich für die Menschen, die innerhalb dieses Systems leben, alternativlos ist. Wie viele meiner Bekannten grübeln jetzt, wo sie hingehen könnten.
zwischen Afrika, Asien und sonst wohin, weil der Druck so wahnsinnig groß ist und weil diese Regierung sich offensichtlich zum Ziel gesetzt hat, bis in den Küchentisch hinein zu regieren und dann in das Hirn ihrer Bürger. Und die DDR hatte zwar auch ein Modell, was sie gepredigt hat, aber dieses Modell war offener, weil es theoretischer war. Während heute darüber bestimmt wird, was du isst, was du trinkst, mit wem du verkehrst oder nicht verkehrst. Was du wie sagst. Was du wie zu sagen hast, hattest du ja durch die marxistische Theorie einen theorieoffenen Raum. Das ist was völlig anderes. Da klingt ja durch, dass Nancy Faeser beim MFS keine Karriere gemacht hätte. Zu niederträchtig? Ja, die wäre wahrscheinlich abgehauen und zum BND gegangen oder Verfassungsschutz. Ah, okay, das natürlich habe ich noch gar nicht durchdacht, aber ja. Der Verfassungsschutz ist weisungsgebunden ans Bundesinnenministerium. Das heißt, Nancy Faeser ist, wenn man so möchte, die Chefin von Haldenwang. Wie war denn das in der DDR? Also wie war denn da das MFS aufgestellt? War das irgendwie dem Zentralkomitee unterordnet oder war das ein eigener Kosmos innerhalb der DDR? Das ist ganz bestimmt ein eigener Kosmos. Und mein Wissen in diesen Sachen ist nicht allgewaltig, aber ich habe mal eine interessante Erklärung für das sozialistische Lager gelesen von einem Herrn Kovac, einem ungarischen Ökonom, und zwar über die Problematik der doppelten Bürokratie. Das heißt, du hattest eine Parteibürokratie und eine Staatsbürokratie. Und dass die immer gegenseitig die Verantwortung dahin schieben konnten, wo sie wollten. Da sagt das Ministerium, können wir nicht dafür, die haben es so beschlossen. Oder die sagen, können wir nicht dafür, Ministerium hat es gemacht. Das funktioniert natürlich in allen Systemen gut. Das Gute in der DDR war nur, dass du zwei bekannte Bürokratien hattest. Nämlich die staatliche und die Parteibürokratie. Und was die sowjetische Besatzungsmacht ausmacht, waren die Verhältnisse auch klar. Aber die hat sich nicht in die innerlichen Verhältnisse der Deutschen Demokratischen Republik in einer Weise eingeklinkt wie die USA. Weil die USA einen völlig anderen Kulturimperialismus an den Tag legen und die Welt ganz anders überschreiben mit ihrer Geschichte. Und zwar unbewusst durch ihre Eliten. Und was mir aufgefallen ist, und da dachte ich neulich, das gibt's ja nicht. Da denke ich drüber nach, weil ein Nachbar sagte zu mir, Gabriele, guck mal, die DDR ist wieder da. Ach, sag ich, schön. Und da zeigt er mir blau und schwarz. Siehst du auf der Karte, wie gewählt wurde. Ach so, ja. Zur ja. Europawahl. Streng an der Mauer lang. Ja. Und da dachte ich mir, warum, oder habe ich drüber nachgedacht, warum die DDR-Bürger angstloser sind. Und warum sie nicht mit dieser wahnsinnigen Unterwürfigkeit die deutsche Kultur in Grund und Bogen verleugnen. Also so ein Junge wie Habeck oder die Kleine da, die Außenministerin, das ist ja so eine Nachkriegsgeneration, die schon nur noch verwöhnt aufgewachsen ist und offensichtlich Problematiken gar nicht mehr für sich selbst im Kopf hat. Und da dachte ich, das schulden wir letztlich nicht nur der eigenen Aufbruchserfahrung, die auch eine Illusion sein kann, aber wir schulden es der sowjetischen Besatzungsmacht. Wir müssen heute noch wirklich Danke sagen. Und zwar, weil, ich sehe jetzt mal ab von den konkreten Nachkriegsdifferenzen und Brutalitäten, die überall stattgefunden haben. Ja? Also Stichwort Stalinismus? Oder? Nein, Stalinismus interessiert mich in dem Zusammenhang gar nicht. Wenn die Jungs aus dem Krieg kommen und vergewaltigen, dann machen sie das nicht die Amerikaner oder die Russen, weil sie stalinistisch oder imperial sind, sondern weil es ihnen schlecht geht. Und weil sie, weil sie darin eine Alternative sehen. Und es geht nicht, politische Programme sind kein Leben. Das Leben ist was anderes. Und die Frage ist, wie die politischen Programme eingreifen. Und das politische Programm der sowjetischen Besatzungsmacht bestand nicht in einer Kulturvernichtung der deutschen Kultur, sondern in höchstem Respekt.
Es wurde, wenn Sie, wie gesagt, im Ehrenmal gucken, nicht ein böser Deutscher. Die russischen Filme, wenn Sie die sehen, nicht ein böser Deutscher. Es ist unglaublich, wie die getrennt haben zwischen, also meinetwegen, einer Definition von Faschismus, Herrschaft des reaktionärsten Finanzkapitals und des industriellen militärischen Komplexes. Und dann gibt es natürlich ein paar böse Mitläufer oder verführte Mitläufer. Aber das Volk selbst ist es nicht. Ja. Und das hat sich in höchstem Respekt vor der deutschen Kultur ausgedrückt. Die Russen haben zum Beispiel die erste Reparationsleistung, die sie eingefordert haben, war ein Theater. In Karlshorst gibt es ein Theater, das die Russen als Reparationszahlung haben bauen lassen. Das war ihr Verständnis vom Deutschsein. Die haben noch in dieser von Kleinstaaterei gepeinigten Land, wo es überall ein Theater gab, haben die noch welche gegründet. Die Deutschen vergessen ihre kulturellen Ursprünge und die Russen lieben sie immer noch. Ich habe jetzt gehört von einem russischen Dirigenten, der eine Konzertreise durch ganz Russland plant, mit nur deutschen Komponisten, weil sie ein anderes Kulturverständnis hatten. Die kommen auf keinen Fall nach Berlin zurück. Keine Hoffnung. Da haben die keine Lust. Das gleiche andersrum hier mit russischer Musik, das würde wahrscheinlich zum Aufstand führen und so. Da wären Sie zu wahrscheinlich Cancel Culture, wie man sagt. Ja. Sie haben es vorher schon ein bisschen vorweggenommen, aber trotzdem möchte ich die Frage stellen. Heute wird ja viel mit Hass gearbeitet. Die Regierenden arbeiten genauso mit Hass, auch wenn sie immer sagen, wir müssen was gegen Hass tun. Hass gegen Andersdenkende, Ungeimpfte, Querdenker, Regierungskritiker, AfD-Wähler, Menschen, die zwei Geschlechter als Wirklichkeit anerkennen und so weiter. Die ernten alle Hass. Ist das was, was man in der DDR gegen diejenigen, die gegen den Staat standen, so in dieser exzessiven Haltung nicht ausgelebt hat? Nein, überhaupt gar nicht. Also, das ist absurd, die Vorstellung. Erstens mal hat man sich sowieso immer geholfen gegen den Staat. Ja. Gegen den Staat ist schick. Und zweitens, da kann man überhaupt nicht drauf. Und was ich so entsetzlich finde an diesen Maßnahmen gegen Hass und Hetze, die etablieren ja Hass und Hetze. Das ist ja das, was dahinter steckt. Und kein Mensch weiß auch genau, was Hetze und was Hass ist. Ja, das definieren Kein die natürlich Mensch nach ihrer Deutungshoheit. Ja, geboren. Es gibt als Primärgefühl gibt es keinen Hass. Du kannst auf deinen sich scheidenden Ehemann stinkwütend sein. Du kannst ihm den Tod und alles wünschen. Damit hast du ihn noch lange nicht ermordet. Und wenn ihr euch dann ums Geld streitet, wird es vielleicht härter. Und da passieren dann auch mal Morde aus Eifersucht. Gott oder sei Dank sowas. Nicht ganz so oft, aber ja. Ja, kommt schon mal vor. Ja, okay. Aber Hass, ich habe einmal einen Menschen getroffen, dem ich den Hass geglaubt habe. Und zwar war das ein Obdachloser aus Frankfurt. Der saß da am Bahnhof und ich saß da auch rum im Café. Ja. Und der erzählte seinem Kumpel, ich habe so einen Hass in mir. So einen Hass. Und das sagte der ganz leise und ganz einfach. Und ich habe zugehört. Ich war da die Staatssicherheit, ich habe gelauscht. Und der sagte dann, heute Nacht haben sie ihm die Schuhe geklaut, er war am Bahnhof. Und da kann ich mir vorstellen, wenn du so elementar bedroht bist, dann führt das wirklich zu Hass. Solange etwas auf der Ebene der Theorie geäußert wird, ist es noch kein Hass. Da hast du... Also ich finde ja interessant, dass selbst solche Figuren, also die Obernazis, die in Nürnberg hingerichtet wurden, das war ja kein Hass, das war Raffinesse, was sie an den Tag gelegt haben. Das war eine ökonomische Berechnung, das war ein Raubzug gegen die Juden, das war kein ihnen innewohnender Hass. Ja, das war Kalkül natürlich. Das war Kalkül. Es ist auch interessant, um da nochmal zurückzukommen, das ist auch interessant, also diejenigen, die gegen Hass
etwas machen wollen, die Anti-Hass-Kampagnen fahren. Die Regierung will das ja jetzt immer wieder machen. Dazu müsste die Regierung immer wissen, was Hass ist. Ja, ja, das ist das eine. Und dazu aber lassen wir die Begrifflichkeit mal. Es wird nie etwas gemacht oder es wird selten ins Auge gefasst, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht dazu führen, dass Menschen überhaupt in dieses Gefühl kommen. Ich meine, der Hass, den die meinen, ist ja ganz oft: Ich bin wütend auf die Regierung, ich fühle mich bevormundet, ich darf dies und das nicht mehr sagen, ich bin jetzt irgendwie ein Mensch von gestern, weil ich noch bestimmte Ansichten habe, die heute nicht mehr... Also man will gegen diese Leute was machen, aber man macht nichts dagegen, dass dieses Klima sich wieder entspannt. Naja, sicher. Ja? Das ist ja das Problem. Statt ihre Regierungsarbeit zu machen und dafür zu sorgen, dass der Verkehr in Berlin fließt, ist dann derjenige... Irgendwie ein Hasser, der sagt, die sind zu blöd. Sie sind zu blöd offensichtlich. Ja, ja. Also Hass ist ja eigentlich auch eine Kriegsmethode. Man muss ja hassen, um in den Krieg ziehen zu können. Ja, aber wissen Sie, das geht dann, wenn der Krieg losgeht, ganz leicht. Das glaube ich. Ich war mal mit einem jungen Mann, der war Boxer befreundet. Ah. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das geht, dass man dann dem anderen wirklich so auf die Nase trischt, ja? Und dann sagte der, das ist ganz einfach. Die trippeln ja immer um sich rum. Ja. Aber wenn dann der Erste zugeschlagen hat und deine Nase tut weh und du siehst Sterne, dann haust du zurück. Und das ist sozusagen, was passiert. Dazu musst du aber nicht wütend sein, nicht mal das. Sondern das machst du dann einfach, das ist eine Reaktion. Ja, logisch. Und wenn die Ostukraine bombardieren und beschießen, ist der Punkt, wenn die Russen ihre defensive Invasion starten, irgendwann wird der kommen. Und wenn die USA ein außenpolitisches Interesse daran haben, dann haben sie ein Kalkül. Die hassen nicht, die haben ein Kalkül. Nämlich das Kalkül, ihre eigene Macht zu bestätigen. Und diese Regierung emotionalisiert die ganze Zeit. Und Frau Faeser hat keine Ahnung, wie Gefühle zustande kommen und was sie sind. Ich finde es zum Beispiel irrsinnig, dass die jetzt diesen türkischen Jungen da, der in irgendeinen Gruß gemacht hat, der jetzt wieder... Ach so, der Fußballer. Ja, ja. Das geht Frau Faeser einen Scheißdreck an. Die muss nicht... Den Gruß eines, weiß ich nicht, 18, 28-jährigen jungen Mannes, der sich freut, für den das eine völlig andere Bedeutung hat, da muss sich keine Innenministerin mit beschäftigen. Das ist einfach, da merkst du, die sind krank. Naja, die laden dieses Sport, wir drehen jetzt noch während der EM, das wird sicherlich später ausgestrahlt werden, deswegen die Zuschauer werden sich vielleicht wundern, aber es ist noch EM, noch. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass diese EM politisch aufgeladen wird von der deutschen Seite. Ja, man klar. Möchte auch beweisen, wie weltoffen man ist. Ja, aber ich finde das so interessant, weil Frau Faeser selbst geht mit einer Armbinde nach Katar. Ja. Was als Angriff gedeutet werden kann. Diesen Jungen, der sich erstmal nur freut, da muss sie gar nicht hingucken. Ja. Und das wird aber aufgeladen, ja. Und wird dann selbstverständlich auch zu Hass führen. Du kannst jetzt schon ausrechnen, dass viele junge Männer diesen Gruß nutzen werden, um ihre Ablehnung dieser Art der Indoktrination zum Ausdruck zu bringen. Da wäre das Stichwort Reaktanz, das nimmt man jetzt in der Psychologie immer, wenn man so reagiert. Ist denn das, was die Ostdeutschen sind ja Sorgenkinder. Wir Wessis wissen das. Wir wissen ja, das. Die Ossis sind Sorgenkinder. Ach, Mensch. Ist es denn nicht auch dieser Berliner Observierungsstaat, der die Ostdeutschen gerade zur AfD dringt? Sind es also nicht Faeser und Nein, ich habe versucht, versucht zu sagen. Die Art der Ablehnung des Deutschseins in der Bundesrepublik Deutschland, die ja aus der Nachkriegsgeneration, also meiner, herausgewachsen ist, weil man nicht zu den barbarischen Eltern gehören wollte, sondern besser sein als die. Das wurde ja kultiviert und die barbarischen Deutschen wurden zelebriert. Und die amerikanische Kultur hat diesen Moment immer wach gehalten,
also unterschiedlich ausgebaut. Man hat zum Beispiel in dem deutschen Vereinigungsprozess tauchten ja plötzlich lauter Nazis in Ostdeutschland auf. Also da muss ich nochmal sagen, Nazis gibt's heute so nicht. Hier gar keine und schon gar nicht die AfD. Nazis gibt's vielleicht, wenn man jetzt einen historischen Anschluss angucken will, in der Ukraine. Also sowas wie das Azov-Brigade da, die berufen sich auf Bandera, die berufen sich auf die nationale Geschichte, die sich faschistisch gebündelt hat und in Eintracht mit der deutschen Besatzung gelaufen ist. Oder die estnische, litauische und lettische, die nicht genug Russen und Juden umbringen konnten. Das ist auch schon parallel gelaufen. Und das könnte man vielleicht sagen, sind Nazis, obwohl natürlich alle historischen Aufladungen heute anders stattfinden. Ja. Aber die Berufung darauf hat eine Kontinuität. Nazi ist für mich ein historischer Begriff. Und in Deutschland gibt es diese Kontinuität nicht. Und in Ostdeutschland schon gar nicht. Da gibt es Deutschsein als Kulturbegriff. Da wird an Schiller und Goethe gedacht und Beethoven. Dann können wir noch Mozart okkupieren, aber es ist egal, es wird jedenfalls an Kultur gedacht. Und die Ostdeutschen haben ja ihren Eintritt in das gemeinsame Deutschland über das Deutschsein begründet. Oder es ist ihnen auch so nahegelegt worden. Und dieses Deutschsein wird ihnen jetzt zum Vorwurf gemacht. Und die AfD ist nun mal die einzige Partei, die versucht, Deutschsein positiv zu besetzen. Die anderen versuchen das nicht. Die versuchen es so ein bisschen hier, ein bisschen da, aber nicht wirklich. Und da das im Leben der Ostdeutschen solche Rolle gespielt hat, im Vereinigungsprozess, hat es nicht diese Abschränkung wie für Westdeutsche. Weil für Westdeutsche heißt Deutsch sein, ausgeschlossen sein von der Elite. Du musst Englisch sprechen, du musst urban sein, anywhere sein und eine Verachtung gegenüber. Naja, wem sagen Sie das? Ich bin Wessi, ich weiß das, aber... Genau. Ja, Ihre These hat ja was für sich und ich glaube das auch und ich glaube, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber ist das nicht für einen ostdeutschen Bürger ein bisschen zu akademisch? Nee, ist das nicht die Reaktanz, dass Sie sagen, jetzt erst recht, jetzt wähle ich erst recht die AfD? Natürlich, das ist das Simple an der Oberfläche. Ja. An der Oberfläche ist man natürlich ärgerlich über diese Art des Ausschlusses, über diese Art der Bewertung. Naja, und also dazu muss ich jetzt nicht studiert haben, um das zu sehen. Ja, und auch wie Faeser die Überwachung organisiert. Ich meine, der DDR-Bürger oder Ex-DDR-Bürger könnte sagen, das kenne ich ja alles schon, das möchte ich so nicht haben. Ja, das ist anders, aber nicht wahr. Du kanntest es nicht so. Das haben Sie ja schon klargestellt, das ist klar. Du kanntest es nicht so. Du hattest, also, ich sage mal, die DDR muss man in einem anderen Zusammenhang stellen. Ich habe mal so einen Vortrag gehört von einem Doktoranden von Professor Rockebach. Da waren, glaube ich, 1,7 Millionen Mitarbeiter der Staatssicherheit, aber irgendwie mit allen IMs und so. IMs und Putzfrauen und so weiter. Putzfrauen auch. Bei 16 Millionen. Und 1,7 Mitarbeitern ist die Staatssicherheit kein Geheimdienst im Sinne des CIA oder nicht mal im Sinne von Frau Faeser. Dann ist jeder 16., also jeder Onkel in irgendeiner Familie, arbeitet dann für die. Und diese Art des Geheimen, was jetzt stattfindet, diese Art der Installation von Bedrohung, das ist doch die Voraussetzung. Wenn der Verfassungsschutz sammeln würde, würde mich das gar nicht interessieren. Dann würde ich sagen, hoffentlich sind da kluge Menschen, die damit auch umgehen können. Aber die Tatsache, dass permanent neue Feinde konstituiert werden und diese Feinde kommen immer aus dem Geheimen. Ja, ja. Ganz doll geheim. Also Putin, geheimnisvoll greift der dann an. Oder die Hamas ist auch ganz geheim. Also nicht etwa. Vor allem sind das auch immer Schicksalsschläge. Man kann nichts dagegen tun. Die sind plötzlich Schicksalsschläge da. Im Geheimen. Ja. Nicht, dass Israel jedes Telefongespräch in Gaza abhört. Nein, nein. Ganz geheim buddeln die da unten. Wie die Erdmännchen.
Also es ist so, die Lebensschilderung ist so wahnsinnig. Und aus dieser Art der geheimen Bedrohung werden Wesen konstituiert, die unentwegt hassen. Und dann wird das Ganze pragmatisch aufgeladen. Mit Wahlen und was weiß ich. Aber wenn du, und da wehren sich die DDR-Bürger. Die sagen sich, nee, so will ich nicht leben und die Welt nicht sehen. Ja, okay. Aber die haben ja auch nicht das Gefühl, wie die Westdeutschen, dass ihnen was weggenommen werden kann. Sie haben ja nichts. Ein paar haben vielleicht doch was. Ja, ein paar. Ja. Aber die sind dann eben westdeutsch assimiliert. Und diese Art, ich finde die Kulturvergleiche viel interessanter als auf der politischen Ebene, weil es auf der politischen Ebene so offensichtlich ist. Ja. Die Regierung will ihre Systemkritiker delegitimieren und dazu werden Bedingungen geschaffen. Und die muss man ja auch voraussehen, weil noch wird ja nicht rechts und links andauernd einer verhaftet. Du kriegst es mit bei Demonstrationen. Aber man demonstriert ja auch nicht jeden Tag. Also Gottlob, ja. Ich möchte trotzdem mal provokativ fragen und den Spieß mal umdrehen. Ist die BRD ein Unrechtsstaat? Also solche Begriffe würde ich natürlich wieder überhaupt nicht verwenden. Ich muss sie Ihnen doch in den Mund legen. Sie wissen doch, ich bin plakativ. Versuchen, natürlich. Ja, versuchen, gerne. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber da zitiere ich jetzt Hannah Arendt. So kommt mein Weltbild zustande. Die Schwierigkeit oder der Totalitarismus des Faschismus ist entstanden durch Besetzung des Staates. Und zwar Besetzung aus einer Bewegung heraus, die Glaubenssätze hat und sich des Staats bemächtigt. Und dieses Problem haben wir auch, dass sogenannte grüne Glaubenssätze sich der Institutionen bemächtigen. Und das siehst du dann, wenn ein Kind zum Beispiel wie Greta Thunberg in der UNO der Menschheit erklären darf, worum es geht. Dann stimmt was nicht. Die Kleine, ich wünsche ja alles Glück der Erde. Aber das geht nicht. Das ist auch kein Fortschritt, das ist auch nicht gut und auch nicht Kindesmund, der die Wahrheit spricht. Da werden Institutionen, die Menschen sich geschaffen haben, der Lächerlichkeit preisgegeben und im Grunde genommen, ja, eigentlich instrumentalisiert für eine Bewegung, statt als Institution in sich zu bestehen. Und so ist das Grundgesetz geschrieben und waren ist die Trennung zwischen Judikative, Exekutive und Legislative gesetzt. Und wenn Sie jetzt Gesetze machen, die eigentlich Maßnahmen sind, um sich selbst in Szene zu setzen, ist das natürlich gegen die Rechtsstaatlichkeit gerichtet. Mhm. Aber die Institution gibt es ja noch. Und auch die DDR war kein Unrechtsstaat. Ich hatte das für deswegen eine völlig ich das ja unsinnige so plakativ. Definition. Die hatten ein in sich stimmiges Rechtssystem. Mhm. Und das war von der UNO anerkannt, einschließlich von der Bundesrepublik Deutschland. Und die saßen schön brav zusammen in der UNO. Das stimmt, seit der Brandzeit zumindest. Mhm. Ja. Ich liebe doch alle Menschen. Sie wissen, wer das gesagt ja, hat. Ja, wissen der Kleine. Als Wessi muss ich sagen, ich habe... Also rückblickend, ich war zu jung. Ich glaube ihm das. Ich habe ihm das geglaubt. Denn das glaube ich ihm auch. Denn man kann aus Liebe auch kriminelle Sachen tun. Das kann man tun. Und ich glaube, das war ja eine Idee, die man da hatte, die man unbedingt verteidigen wollte, weil man glaubte, man geht hier den richtigen Weg im Vergleich zum Westen. Ja, und Monika, wissen Sie? Monika Maron hat mal in Stille Zeile 6 darauf hingewiesen, dass es durchaus die Liebe zum Sozialismus, zum besseren Gesellschaftsentwurf gewesen sein kann, die jemanden so hat reagieren lassen, wie eben Mielke reagiert hat mit seinem MFS. Das ist etwas, was ich zum Beispiel unserem Verfassungsschutz, unserem MFS, wenn man so möchte, nicht zutrauen würde. Aber ich finde, man muss immer die Geschichte der Menschen angucken. Der Mielke war ein kleiner Arbeiterjunge aus Mitte. Ja. Der hat erlebt, wie die Nazis-Kumpels
die Kommunisten zusammengeschlagen, erschossen und ermordet haben. Der hatte einen völlig anderen Ernst für eine Auseinandersetzung. Und der hat sein Leben lang diese Auseinandersetzung geführt. Das ist doch nun also psychologisch nicht so schwer nachvollziehbar. Und wenn er jetzt nicht der Hellste ist, dann läuft er eben durch damit. Und aber für das MFS habe ich mir mal überlegt, das Drama der DDR war die Mauer auch. Also erstmal die parallele Gründung und Konkurrenz zur Bundesrepublik, weil die Bedrohung war ja real. Nun musst du doch heute nicht immer so tun, als sei das so aus der Luft gegriffen. Und mit der Gründung der Mauer war das doch nicht vorbei. Wenn du eine Mauer baust oder wenn eine Mauer gebaut wird, die, wie gesagt, von 6 Armeen bewacht wird, mit westdeutschem Stacheldraht ausgestattet. Wie gesagt, die Amerikaner, die Russen, die Franzosen, die Briten, die Westdeutschen, die Ostdeutschen haben sie schön bewacht. Ja? So, da muss ich ja nicht so tun, als hätte irgendeiner, Walter Ulbricht und sein Schäferhund, die Mauer gebaut. Also, was soll das? Das war ein geopolitisches Arrangement. Und immer wieder sich hinzustellen und alles auf den kleinsten Nenner und nach unten zu delegieren. Also auch auf diesen kleinen Arbeiterjungen, der da eine viel zu große Funktion hat. Ja, sagen Sie es nicht mir, ich habe ja sogar Verständnis für ihn. Ja, das ist lieb. Aber ich finde trotzdem, dass es immer wieder so personalisiert wird, statt mal zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert? Was ist da geschehen? Warum musste das geschehen? Warum zum Beispiel, würde ich mich jetzt fragen, sind die Amerikaner so abgrundtief antikommunistisch? Wie korrespondiert das mit dem Individualismus? Welche Weltvorstellungen stehen dahinter? Weil ich meine, der Kommunismus selber als eine paradiesische Vorstellung ist ja nun nicht verwerflich. Dass dabei Menschen sich bekriegen und auch ermorden, ist wieder was anderes. Aber nun könnte man ja auch mal zur Kenntnis nehmen, dass nicht die kommunistische Bewegung allein gemordet hat, die arme Zarenfamilie. Also, das ist ja völlig klar, im Kapitalismus wird auch gemordet. Und na, die ganze Zeit, gerade in Gaza, Massenmord. Also ich finde, das geht einfach nicht. Und der Systemvergleich immer mit der DDR funktioniert meines Erachtens nicht, weil die DDR hatte nie einen Anspruch nach außen. Die hatte nie einen Herrschaftsanspruch, die Welt zu bestimmen. Es war im Grunde immer ein Überlebenskampf, den sie geführt haben. Und da war die Staatssicherheit sowas. Ja, es war ein Nachrichtendienst. Und ich würde heute fragen, wer schützt mich vor dem öffentlichen Nachrichtendienst? Die heutige Bedrohung ist nicht das Hinterrücks einer Staatssicherheit, sondern das Vorderseite eines Nachrichtendienstes, eines öffentlichen Nachrichtensystems, was sich direkt auf unsere Hirne stürzt. Und insofern muss ich jetzt die arme Staatssicherheit verteidigen. Und außerdem bin ich sowieso nicht gegen Nachrichtendienste. Wie Jacques Beau schon mal gesagt hat, Nachrichtendienste werden grundsätzlich gebraucht, um die Regierung zu informieren. Nur, wenn die Regierung die Nachrichten selber macht, dann wird sie ja nicht mehr informiert. Naja, sie wird ja auch nicht informiert, sondern der Nachrichtendienst oder der Verfassungsschutz ist ja dazu da, die Regierung zu schützen. Die Legitimierung des Staates. Das ist eigentlich nicht seine Aufgabe. Nee. Dazu haben wir die Polizei und den Personenschutz. Das stimmt. Die sollten eigentlich mal ein bisschen durchsehen, die Jungs und Mädchen. Glauben Sie, dass wir aus dem Weg, aus dieser Totalisierung, und das ist ja ein Weg, den wir bestreiten, kriegen wir da nochmal eine Abkürzung in bessere Zeiten? Oder? Also man spricht ja vom sanften Totalitarismus. Ja, und so sanft ist er für viele gar nicht. Nee, für viele nicht. Ja. Aber da muss man ja von sprechen, weil eben die Art der Beherrschung auf das ganze Leben gerichtet ist. Und das ist es gerichtet, weil das Kapital, das Finanzkapital, die Digitalisierungswirtschaft, die Ernährungsmittelwirtschaft, weil die amerikanischen Oligarchen im Grunde Weltpläne realisieren wollen.
Und das macht alles so wahnsinnig totalitär. Und es ist einfach lächerlich, wenn Bill Gates Herrn Lauterbach besucht. 2 Tage später, der Bundesempfang für, ich weiß nicht mehr welcher Feiertag, habe ich schon wieder verdrängt, ausgestattet im Schloss Charlottenburg, wunderbare Insekten für seine Besucher zur Verfügung stellt. Und eine Woche später oder 3 Wochen später zur Europawahl in den Nachrichten mitgeteilt wird, dass die dummen Italiener glauben, was man sagt, dass wir Insekten fressen sollen statt Fleisch. Ja, wie dumm sind die wohl? Also die denken, wir sind bekloppt und erzählen uns jeden Abend irgendwas anderes. Und das kann schon Ärger hervorbringen und bei sehr emotionalisierten Menschen vielleicht auch Hass. Mhm. Frau Gysi, schön, dass Sie da waren. Ja, wir könnten noch weiterreden. Ja, das können wir ja demnächst gerne. Mal. Aber heute waren Sie ein bisschen, heute haben Sie mir so ein bisschen die Leviten gelesen, habe ich so einen Eindruck. Ja, deswegen reicht es für heute. Aber wenn Sie mal wieder die kleine DDR, die muss jetzt als Beispiel für die Welt herhalten. Es sagen ja wirklich weltweit Leute, das ist ja Stasi. Aber, keine Ahnung, was es ist, aber quatschen. Aber ich mochte die DDR doch. Irgendwie. Ja, dann müssen sie auch die Staatssicherheit mögen.